Jo, was geht ab, Leute? Energist hier und heute habe ich für euch mal ein längeres Gameplay, aber wir haben ja im Commentary. Und das Thema hier ist ein bisschen was anderes, sowas, gerne ein bisschen ernstes, sowas. Ich gehöre erstmal hier kurz zum Gameplay und zwar ist das ein Ghost Gameplay, wie immer halt. Solo 97 Kills mit Assault, ziemlich schnell. Also ich habe das Gameplay mal kurz angeschaut und das war irgendwie nur so 9 Minuten gegen das Gameplay an sich. Also nicht mal 9 Minuten und das ist noch 97 Kills mit Assault, ging eigentlich. Gegner hatten gar mal so 90 Punkte, die ganze Zeit Triple Cap, was weiß ich, die ganze Zeit dumme Tode kassiert. Ich habe das hier schnell zusammengeschnitten. Kann sein, dass hier irgendwie ein bisschen dumm zusammengeschnitten ist, aber ist jetzt aber, denke ich mal, nicht schlimm. AK-47, Hund, Sentry Gun, Bellhind. Eigentlich das beste Klassensetup, um ehrlich zu sein, für Assault. Also wenn jedenfalls so bei 6 gegen 6. Im Grounds gibt es ja ein anderes, aber leider muss man sich einen scheiß Next Gen extra zu kaufen, nur um Grounds zu spielen, was echt eine Frechheit ist, aber naja, was soll man machen? 97 Kills hätte locker 100 plus werden können. Ich denke mal, es geht klar, es gibt, ich habe noch einige 100 plus auf Lager. Aber auf jeden Fall, das hier geht mal klar. Und zwar hier, das Thema sitzt schon oben irgendwie. Ghost und YouTube generell irgendwie. Und zwar, ich komme jetzt so zum Thema irgendwie. Jetzt denken wahrscheinlich die meisten Leute, jetzt wo ich YouTube meine, nämlich irgendwie, keine Ahnung. War jetzt irgendwie ein Bust-Video gegen irgendwen oder was weiß ich, das Drama gegen irgendwen anders oder so. Ne, ich meine eigentlich nur YouTube an sich, die Plattform an sich, nicht irgendwie spezifisch irgendwelche anderen YouTuber gemeint, die irgendwie scheiße sind oder so, gegen die ich was hab, aber das ist mir eigentlich im Endeffekt egal. Also es geht nicht irgendwie Bust-Video oder so, sondern es geht einfach so YouTube generell, also die ganze Scheiße, Push-Scheiße, Subbox-Scheiße, was weiß ich. Da hat auch noch ein Ghost, wie ihr im Titel seht. Einfach ein Ghost, also kommen wir erstmal hier dazu. Ghost ist auf jeden Fall mein Lieblings-COD. An sich ist mein Lieblings-COD, an sich ist es auch das beste COD, das hier gemacht wurde für Public. Ist einfach so, wahrscheinlich auch vielleicht MB2 noch ganz knapp, aber. Nee, eigentlich Ghost, um ehrlich zu sein. Aber das Ding ist, es ist irgendwie jetzt schon tot. Es ist, also Ghost ist nach einem Monat, nein, nach 5-6 Wochen, mein Fehler, nach 5-6 Wochen so tot wie Black Ops 2. Nach 11 Monaten oder so, nach 10 Monaten. Also das Ding ist, Leute spielen wie Huren so mittlerweile, also wirklich. Fast jeder YouTuber sagt eigentlich Ghost ist scheiße, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das Spiel ist nicht scheiße. Die Leute, die rumheulen, das scheiße ist, die können nicht mal einzelne Campstrikes reißen am, also in der ersten Woche. Und am ersten Woche war es echt einfach. Guck mal, ich habe hier, keine Ahnung, wie viel 100 plus schon mittlerweile. Wahrscheinlich schon über 10 100 plus Gameplays, alle Solo. Manche Spezialist, manche Assault. Und schon ein paar, okay, zwei Double Campstrikes. Irgendwie Double Campstrikes sind jetzt übertrieben schwer auf der Xbox 360. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, die Leute irgendwie immer sagen, Ghost scheiße, die können einfach nichts, die werden nie gut sein, COD, weil einfach scheiße sind. Die haben vielleicht ein paar gute Black Ops 2 Gameplay, aber das nur, weil sie irgendwie PS3 spielen oder Multiteam zocken oder Support spielen oder was weiß ich. Und generell Black Ops 2 ist so einfach, einfach wegen dem V-Sit und C4 und was weiß ich. Ja, generell, die werden nicht gut sein, die sind einfach, das benutzen einfach als Ausrede. Aber hier bei mir zum Beispiel, bei Helpless Timmy oder bei Apocrypto Deluxe, das ist was anderes. Die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, also mich selber, jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, total arrogant oder so, aber es ist mir eigentlich dann komplett egal. Also, die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, sind eigentlich die einzigen, was wirklich reißen in Ghost Republic. Das ohne Support, ohne PS3. Oder selbst die PS3-Spieler reißen gar nichts, wirklich gar nichts. Jedenfalls nicht mal was legit, nicht mal was irgendwas, was legit ist. Aber mir hat es jetzt auch egal. Die Leute, die einfach Ghost jetzt noch im Moment spielen, das ist einfach wirklich solche Abfucker, die Soundtouren nur, schimmeln nur und sobald es irgendwie ein bisschen brenzlig wird, gehen sie raus. Okay, das passiert jetzt nicht so oft, dass mit losgehen, aber manchmal schon auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall startet irgendwie jedes Game 4 gegen 4. Man hat zwar Gegner, aber es ist einfach so langsam. Man kann keine Maps spielen in 6 gegen 6, außer Freefall und Strike Zone. Deswegen seht ihr mich auch nur, die uploaden. Das Spiel ist wortwörtlich unspielbar. Auf der 60 in 6 gegen 6 einfach. Weil es kann man kein Ground, man muss extra die Next Gen holen. Für Dingens. Für scheiß Ground, weil es ist eine absolute Frechheit, um ehrlich zu sein. Das ist ein kompletter Witz. Man muss echt 500 Euro ausgeben, oder halt 400, oder je nachdem, wie gut das Angebot ist. Um scheiß 9 gegen 9 zu spielen auf scheiß Maps, auf Skyrim, auf Chasm, was irgendwie aussieht wie Aftermath mit Down-Syndrom, auf, keine Ahnung, Siege, ey, ist verdammter botanischer Garten, irgendwie in Tschernobyl. Es ist ein kompletter Witz, die Maps, ey. Wirklich, das ist kompletter Schwachsinn. Und jetzt noch zu YouTube. Die Views gehen bei jedem so runter. Es gibt, ich kenne Leute, wirklich Leute, die noch wirklich Views haben in Deutschlands Community, an der Hand abzählen, ey. Hier, Apocalypse Red, Tesco, weil er einfach Kultstatus hat. Dann vielleicht noch so ein, zwei andere, die irgendwas mit Gameplays zu tun haben, also wirklich mit Gameplays zu tun haben. Aber Apocalypse Red hat eigentlich auch nicht mehr viel mit Gameplays zu tun und Tetsuko eigentlich auch nicht mehr wirklich sehr viel. Das ist eigentlich auch mehr so einer, der mehr auf Commentaries bezieht. Und was weiß ich, Alter. Einfach kompletter Schwachsinn, was sie machen. Google Plus und so verfickt einfach die Subboxen. Generell, keiner interessiert sich mehr für COD. Das ist einfach so ein Schwachsinn, was YouTube macht. Ich meine, YouTube ist locker in den Top 5 von den ganzen meistbenutzten Webseiten. Locker in Top 5. Locker.
Und was machen sie? Sie kriegen nicht mal Subboxen nach 5 Jahren COD, nach 5 Jahren. Das ist wirklich ein absoluter Witz. Ich verstehe gar nicht, was sagen. So schwer ist das, wie als ob sie wollen, dass Leute mit YouTube aufhören und das dann auch die ganze Scheiße mit Adblocker und was weiß ich jetzt noch mit den YouTube-Richtlinien, dass man sich die eigene Lizenz von Activision holen muss, dass man kein Logic benutzen darf und was weiß ich, ey. Und ich hatte eigentlich noch sehr viel mehr zu sagen, aber irgendwie ist jetzt alles mir aus dem Kopf gefallen oder was aus dem, ja, was heißt aus dem Kopf gefallen hier. Habe ich irgendwie alles vergessen. Auf jeden Fall spielen einfach voll viele Leute wie Hurensöhne. Die Community ist irgendwie echt sowieso am Arsch. Ich kann sowieso fast hier keinen leiden, außer vielleicht so eine Handvoll Leute. Und was weiß ich. Ja, das war jetzt ziemlich heute gekommen, Tim. Ich fuck das einfach alles generell total ab. Ich war noch nie so unmotiviert für YouTube, um ehrlich zu sein. Also ich hoffe echt, dass Next Gen sich lohnt. Und ich hoffe, dass ich bald livestreamen kann, weil ich muss mir echt noch einen zweiten Monitor holen. Und noch halt neue Leitung deswegen. Und ja. Kein Plan, wo ich mir geredet habe. Ich hatte gerade so, ich dachte, so 10 Minuten kommt ja, aber mir sind ganz voll viele Sachen irgendwie entfallen. Auf jeden Fall sind voll viele Leute Huren sind, die einfach das Spiel spielen, einfach wirklich wie asozial spielen und wirklich den Arsch abtryharden, irgendwie aus welchem Grund auch immer. Aber naja, egal, kann man nichts mehr machen, ne? Spiel ist echt verloren, einfach auf der 60. Ich muss einfach, echt einfach warten, bis die Next Gen hab. Das einzige Webs, die man spielen kann, ist einfach Strikes und Freefall. YouTube ist komplett abgefuckt. Jeder heult echt nur noch rum, Ghost Scheiße, wo sie einfach nicht spielen können. Weil einfach, keine Ahnung, immer noch bei 2000 Abos oder so rumgammeln. Aber naja. Das war's so ziemlich zu dem heutigen Video. Ich denke mal, morgen kommt ein No Plus. Ich denke mal, sobald wir 400 Likes haben oder so, kommt ein No Plus. Spezialisten so natürlich. Und ja, bewertet, kommentiert nicht vergessen. Haut rein.